Claudius Philipp Haas von Investor Dash TV. In diesem Video geht es um einen Hightech-Konzern, allerdings aus dem Rüstungsbereich, der auch in den letzten zwei Tagen auch mehr Leuten bekannt geworden ist, nämlich Hensoldt. Bevor es aber weitergeht, kurz der Hinweis, ich bin indirekt schon länger in Hensoldt investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Was ist Hensoldt? Das Besondere an Hensoldt ist mal, hat man zu Airbus gehört, dann wurde es von KKR, das ist eine Private Equity Firma, gekauft und die haben es dann an die Börse gebracht. Viele Leute haben sich auch gedacht, ja, Rüstung in diesen Zeiten, merkt man, ist wichtig, aber ich will jetzt nicht gleich irgendwelche Munition oder sowas kaufen. Und das hier ist ein Rüstungskonzern, ja, wo das der größte Anteil hat, der aber vor allem mit Technologieprodukten arbeitet. Das sehen wir hier. Sie haben auch, wie einige andere Rüstungskonzerne auch, was für den Bereich Raumfahrt. Aber es sind vor allem elektronische Kommunikationslösungen, Optoelektronik, also so Sachen, wo Deutschland auch noch relativ stark ist, dass Gruppen miteinander kommunizieren können, dass man Drohnen abschießen kann oder stören kann. Also solche Sachen und es ist nicht direkt Munition. Und das sollte natürlich massiv von dem 100 Milliarden Investitionsprogramm der deutschen Bundesregierung, aber natürlich auch von anderen Streitkräften in Europa und im Westen profitieren. Auch die Thema Cybersecurity. Gehen wir einfach mal in die Investorenpräsentation rein. Da werden mehr Sachen noch klar. Die Firma ist erst seit kurzem an der Börse. Und was auch besonders ist, ist die Anteilseignerstruktur. Ich habe ja schon gesagt, KKR, die sind auch beteiligt. Da ist wahrscheinlich die Vermutung, dass sie aussteigen. Das ist auch was, was natürlich den Kurs, sag ich mal, belasten könnte, dass die entweder über den offenen Markt auch dann verkaufen, da die Kurse jetzt stärker gestiegen sind, oder vielleicht an Leonardo verkaufen. Das ist der führende italienische Rüstungskonzern, habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Die sind hier bei Hensoldt eingestiegen und auch bei Kursen um die 20, 21 Euro, also deutlich höher als letzter Woche. Und die werden sich das schon auch sehr genau angeschaut haben, was da die Technologie und die Pipeline wert ist. Und auch ganz besonders, die deutsche Bundesregierung hat 25%. Das heißt, sie hat Sperrminorität. Das haben sie sehr, sehr selten. Und daran sieht man auch, wie wichtig das auch ist für die Bundeswehr. Denn sonst hätten sie es nicht gemacht. Das heißt, sie werden da nicht mehr zukaufen. Also sie können halt eine Übernahme verhindern. Das heißt, das Unternehmen wird so wahrscheinlich immer deutsch bleiben. Leonardo kann das aber auch verhindern, könnte sein, dass sie auch dann nochmal mehr zukaufen. Ist halt immer dann die Frage, so ein bisschen was so passiert. Ne? Man kann es nicht übernehmen. Man hat einen Strategen drin, ist eigentlich jetzt nicht ideal von der Shareholder-Struktur, aber kann natürlich auch da mal ein Squeeze sein. Wir sehen hier 1,2 Milliarden haben sie in 2020 gemacht, haben aber 5,4 Milliarden Auftragsbücher und das wird natürlich jetzt nochmal explodieren, egal wie die Sache ausgeht. Ja, das habe ich auch schon mal im Leonardo-Video gesagt oder 10 Rüstungsaktien. Europa wird mehr in die Verteidigung investieren müssen, sie werden es auch tun und das ist natürlich schon ein Paukenschlag, was jetzt auch in Deutschland passiert ist. Sie kaufen auch immer wieder kleinere Technologieanbieter dazu, um, sag ich mal, ihr Portfolio zu ergänzen. Auch, sagen wir, wenn Europa einen neuen Kampfjet bauen wird, da sind sie mit dabei. Also bei vielen Sachen, auch die Elektronik, zum Beispiel bei Hubschraubern. Sie sagen sogar selber, sie sind nachhaltig. Also das ist, würde ich jetzt, so ein Rating. Deswegen sage ich, so Sachen halte ich ja auch immer nicht so viel. Das ist jetzt die Strategie. Ich glaube, spannender ist jetzt, was sind jetzt so die verschiedenen Produkte? Wo werden die angewendet? Und das ist natürlich jetzt vor der Krise, also Iran, Russland und auch China, werden hier so markiert als potenziell feindliche Mächte. Die anderen Sachen sind eher so, dass es Bürgerkrieg gibt. Das heißt, das hier ist schon ein Konflikt, der eigentlich schon lange bekannt ist und natürlich auch das Thema Cyber Threat, das von überall kommt und auch Drohnenangriffe natürlich von Terroristen und solchen Sachen. Da haben sie auch was. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Produkte sind, damit man ein bisschen ein Gefühl bekommt. Das eine ist Spectrum Dominance, ne, dass man sicher kommunizieren kann und andere auch beim Kommunizieren helfen kann. Unbenannte Fluglösungen und hier, was wir auch im aktuellen Konflikt sehen, ist sehr, sehr wichtig, dass zum Beispiel
Bodenstreitkräfte mit Luftstreitkräften kommunizieren können, solche Lösungen, dass man Aufklärung macht, hier solche mobilen und auch stationären Drohnen abfangen kann, aber auch Dinge für die Marine, da gibt es ja auch immer sehr, sehr viele Radarsysteme und solche Sachen, Cyber-Threats. Also sie decken da relativ viel ab. Wichtige Länder sind ja vor allem Deutschland, also ist vor allem und Europa 76%. Und hier werden wir wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre das stärkste relative Wachstum sehen, weil Europa in den letzten 10, 20 Jahren zu wenig in die Verteidigung investiert hat. Das muss man so sagen. Es gab ja die NATO-Richtlinie mit 2%. Das hat man in der Zeit von Merkel eigentlich bewusst gerissen, obwohl die Zeiten unsicherer geworden sind. Und davon sollten sie dann profitieren. Sie haben auch ein paar Zukunftssachen wie Wasserstoff. Ja, das wird ja oft auch schon im Militär eingesetzt. Auch, sag ich mal, so Drohnen. Steuerung, das ist immer, glaube ich, hier von EHang, so sieht es aus, wo man Sachen produziert. Also das sind insgesamt doch zumindest auf die nächsten Jahre Wachstumsmärkte, ganz langfristig hoffentlich nicht, aber zumindest jetzt auf die nächsten 5 Jahre sollte das stark wachsen. Schon vor dem Überfall Putins auf die Ukraine ging der Auftragseingang hoch. Und das wird sich natürlich jetzt weiter fortsetzen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, durch den geringen Free Float hat die Aktie da jetzt schon viel vorweggenommen. Wir sind hier von 15 Euro oder 13 Euro auf 25 Euro. Das ist schon viel. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass die Bundesregierung Leonardo, glaube ich, halt schon um die 20 Euro gezahlt hat und natürlich jetzt die Situation auch eine andere ist. Und auch wenn wir jetzt und diese Schätzung von 1,40 € für 23 sicherlich konservativ. Ja, das kann dann, wenn dann die Riesenaufträge kommen, auch mal doppelt so viel sein. Deswegen vom Fazit, man darf natürlich auch nicht vergessen, Rüstungsaktien wurden von sehr, sehr vielen Portfolios gemieden. Das ganze Thema ESG, viele durften nicht investieren, die Multiples waren ziemlich niedrig und auch das, glaube ich, kann sich dann verändern. Also wir haben A, den Faktor, glaube ich, dass diesen Aktien ist wieder höhere Multiples zugebilligt werden, weil es Wachstum da ist, weil sie ein bisschen, sage ich mal, den Paria-Status verloren haben in vielen Portfolios und wir werden auf Jahre hinaus steigende Umsätze und auch Gewinne sehen. Deswegen ist die Aktie sicherlich interessant, auch auf dem aktuellen Kursniveau muss man natürlich immer auch aufpassen, welche zeitliche Perspektive man hat. Dann natürlich jetzt kurzfristig schon viel da eingepreist worden ist. Trotzdem für mich ist es immer noch vertretbar bewertet. Und vor allem für Leute, die sagen, ja, ich will in Hightech und Defense, also Defense Tech investieren, ist es eigentlich eine der wenigen europäischen Aktien. Dann Rheinmetall natürlich schon jetzt mehr auch Munition und Kampfprodukte sind. Eine Alternative wäre noch Leonardo, die wie gesagt hier daran beteiligt sind. Für mich ist das faire KGV so um die 19. Gewinnschätzung ist sehr, sehr schwierig. Es kann die 1,40 € in 23 sein, es kann deutlich mehr sein. Das ist einfach jetzt auch nur, bleibt es abzuwarten. Ich denke, kurzfristig ist es halt auch interessant als Hedge im Portfolio. Ne? Also, wenn das sich alles weiter eskaliert, dann ist man mit diesen Aktien sicherlich sicher aufgehoben und die steigen dann, wenn andere Sachen fallen. Das macht halt auch auf Portfolio-Gesichtspunkten Sinn, auch unabhängig vielleicht von der Bewertung. Das war also kurz und knapp meine Vorstellung zu Hensoldt. Wenn wir verstanden haben, Hightech-Defense-Konzern, Made in Germany, besondere Shareholder-Struktur, noch eine der wenigen Aktien, in die man in diesem Sektor in Europa investieren kann.